Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon 2 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und mich hat irgendwie eine Mücke gebissen. Juckt gerade. Entschuldigung. Hab ich gerade gemerkt am Arm. Das ist so ein Ding. So was wieder. Wo das wieder herkommt, ist ja fieselig. Also ich weiß nicht, ich mag mein Blut ganz gerne in mir, dass da mal Mücken raussaugen, das mag ich absolut ganz und gar nicht. So, Dungeons & Dragons X ist fertiggestellt. Das werden wir natürlich erstmal Entwicklung fortsetzen und dann müssen wir hier ein bisschen Werbung betreiben. Spezialmarketing für dieses Spiel bitte. Eine Vorabversion für die Presse und alle solche Kleinigkeiten und Spitzfindigkeiten müssen wir jetzt noch machen. Dann müssen die hier noch fertig werden. Mit allen zusätzlichen Sachen, dass die hier ins Polishing gehen. Da sind wir gleich soweit, da sind wir gleich soweit, da sind wir fast soweit. Das ist schon mal ganz gut. Und dann machen wir noch Spezialmarketing Beta veröffentlichen. Können sie ja schon mal drauf rumspielen. Ist mir erstmal washed, ne? Die neue Konsole ist ja noch nicht raus. Das dauert noch ein bisschen. Und dann müssten wir, glaube ich, die Engine, das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Oh, ich habe hier noch die... Die Unterstützung muss ich wieder zuweisen. Das erste Büro. Da habe ich aber die Engine schon einmal neu gemacht. Von dem nächsten Spiel, was wir noch machen wollen. Da klicken wir uns gleich durch. Und dann haben wir zum Release-Start vom Sea Game Boy 2 halt zwei Spiele auf dem Markt. Beziehungsweise am Markt dann. Und ja, wie gesagt, hier das Polishing muss noch fertig werden. Beziehungsweise der Dings muss noch fertig werden und dann ist alles gut. Unten überhalb können wir natürlich auch versuchen zu erzeugen. Überhalb erzeugen. Haken dran. So, was ist hier dran? Hardware und Konsole sind veraltet, dadurch steigen die Produktionskosten. Ah ja, jetzt steigen die Produktionskosten, weil das Gerät einfach zu alt ist. Moment, wir könnten ja mal ganz kurz gucken. Konsolenpreise. $64 geht noch. Ja, jetzt geht es glaube ich wieder zurück, also bei 99% sind wir jetzt. Gut, ich meine, das Ding hat uns genug Gewinn gemacht, ne? Und es wird ja bald abgelöst und eigentlich muss ich auch die andere Konsole demnächst ablösen. Na gut, die ist erst 7 Jahre alt. Naja, aber ne, die Hardware ist dann halt auch veraltet und so langsam kommen wir jetzt hier zu dem Punkt, dass wir Tech Level 6 brauchen. Da ist ja schon mal ganz gut, dass wir Nummer 6 Spiele dazu bekommen. So, jetzt sind da alle fertig. Jetzt können wir hier das nächste Spiel machen. Spiel entwickeln. Und zwar möchte ich ganz gerne eine Fortsetzung machen. Ich muss mal gucken, was hatte ich denn jetzt für eine... Was hatte ich denn jetzt eigentlich für eine Engine gemacht? Das habe ich schon wieder vergessen. Boah. So. unfassbar, ne? Engines entwickeln. Alte Engine updaten. Tech-Stufe, nee. Engine Features. Die ST. RPG und Sport. Ich glaube, Sport haben wir Dings haben wir. Ich brauche jetzt ein. Ein Command Conquer machen wir neu. Nee, nicht neu, sondern Fortsetzung. Command and Conquer X haben wir als letztes gemacht, okay. 99% spielen. Naja, okay. So, Strategiespiele gehen momentan auch. Command Conquer X haben wir schon. Nehmen wir denn da diesmal Generals hatten wir auch schon. Red Alert. So, könnte sein, dass wir das auch schon hatten. Werden wir gleich sehen. Bitte uns ja gleich sicherlich sagen, wenn wir da irgendwelchen dummen Quatsch gemacht haben. So, das Ganze natürlich mit unserer Engine hier. Läuft natürlich mainmäßig auf unseren Plattformen. Und natürlich auch auf dem PC-Markt. Sieht schon mal ganz gut aus. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir hier eine Anti-Cheat-Software. Da gibt es eine neue. Oh, sehr schön. Die Fast Platinum. Nehmen wir natürlich. Und einen Kopierschutz. Gibt es keinen neuen. Na gut. Dann nehmen wir den wir haben. So, das lassen wir hier alles so. Alle geeigneten Features. Nochmal klicken. Zack. 51. Holy Waldfee. So, das ist ja gar nicht mal so wenig. So, Spielname wurde bereits vergeben. Oh. Auch schon.
Renegade war ja ein Shooter, oder? Ist egal. Renegade. So. Das war ja eigentlich ein Shooter von Command & Conquer. Den fand ich ja nicht ganz cool, den habe ich ja nicht ganz gern gespielt. Da habe ich sogar die Singleplayer-Mission oder sowas ganz schön lange gespielt, ganz schön weit gespielt, muss ich sagen. So, okay. Da haben wir noch einen kleinen Bonus drauf gekriegt. Unterstützung neu zuweisen. Unterstützung neu zuweisen. So, Aufgabe abbrechen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich sicher bin. Hochwertige Grafiken für Renegade. Aufgabe abbrechen. Ja. Für Renegade. Aufgabe abbrechen. Ja. Für Renegade. So, und dann hier auch Aufgabe abbrechen. Gameplay verbessern für Command & Conquer aktivieren. So, gut. Dann klappen wir das mal hier alles zusammen. Bowler Dash 11 kann man vom Markt nehmen. Okay, Bowler Dash 11. Dann haben wir ein paar Zahlen zum Lesen. Und zwar haben wir Bowler Dash 11 vom Markt genommen. Es war 89 Wochen im Verkauf. Höchste Chartposition 1. Gesamtverkäufe, ist die Schrift kleiner geworden? Kann sein, ne? Gesamtverkäufe 8.062.000. Standard 6,5 und so weiter. Entwicklungskosten waren 20,1 Millionen, Marketing waren 241.000, also Marketing mache ich immer nicht viel, müsste ich vielleicht wirklich mal mehr machen. Produktionskosten waren 28 Millionen und Kosten für Updates nur 3,6 Millionen. In den Gesamtverkäufen haben wir Einnahmen in Höhe von 181 Millionen erzielt, was uns netto einen Gewinn von 128 Millionen bereitet hat. Sehr gut, so. Ja, hier die Spiele, die gehen jetzt langsam aber sicher runter. Und wir müssten eigentlich bei den Action-Spielen jetzt langsam aber sicher soweit sein. Command & Conquer Renegade kriegt 21 Technikpunkte, okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich soweit sein, dass wir langsam aber sicher, glaube ich. Nichts gebracht, sehr gut. So, dann kannst du mal hier eine Fernsehkampagne machen. Marketingkampagne, Konsole. Im zweiten eine TV-Kampagne. So. Ja, der ist tot hier, ne? Also der war, höchsten Marktanteil hat er mal 48% gehabt. Ich weiß nicht, ob das nachher in der Auswertung noch zu lesen ist oder sowas, aber was soll's. Und er hat auch schon 28 Millionen Einnahmen gebracht. Das ist auch nicht, eigentlich wäre nicht schlecht. Hat sich aber auch 50 Millionen mal verkauft. Aber die Entwicklungskosten sind zumindest wieder drin. Keine Ahnung, wenn wir da auch wirklich auf Gewinn gehen. Ich meine, das, ja. Weiß nicht, was der neue Handheld hier kosten wird. Der wird sicherlich nicht ganz so billig. Aber egal. So. Aber wenn er raus ist, dann gibt es dort auf jeden Fall drei neue Spiele. Die wir denn hier natürlich auch dementsprechend schnell voll vorproduzieren müssen. Dann müssen wir mal gucken hier. ICT. ICS, nicht ICT. ICS verkauft sich auch noch ganz gut. Aber man muss, man muss wirklich sagen, ich hätte wahrscheinlich 60 Millionen Gesamtverkäufe, sehr gut. Ich hätte wahrscheinlich nicht allzu, oder nicht die zwei Spiele gleichzeitig rausbringen können. Das hat wirklich von beiden so ein bisschen was gekostet, aber hier 16 Millionen Gesamtverkäufe ist, glaube ich, das beste Spiel aller Zeiten, ne? All-Time Charts, ja, 16 Millionen, Madden 14 Millionen, ja, also da sind wir richtig, richtig gut unterwegs hier. Bowler Dash 11 auch mit 8 Millionen verkauften Kopien. Da geht was. So. Und ja, nee, das machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal werden wir Kundensupport und das hier ein bisschen vergrößern, damit dann ein bisschen mehr. Also hier den Kundensupport quasi vergrößern. So ein paar Leute reinsetzen. Und dann das nächstbeste Online-Spiel, wenn wir dann vielleicht auch dann in Angriff nehmen als MMO oder als Free-to-Play-Titel. Mit Pay for Progress, so, naja, aller VOT-like halt, ne? Wo auch viele zwar behaupten, das wäre Pay to Win, aber das glaube ich. Also, Pay to Win ist VOT, dafür ist da zu viel RNG drin. Da, was du dir nicht erkaufen kannst. Du kannst ja wirklich bloß Progress erkaufen. Obwohl natürlich eine bessere Crew und da überall, wo du dann halt eben dann schneller, besser wirst. Gut, da sind so viele Booster mittlerweile aktiv.
Das ist ja der nächste Blödsinn im Spiel, hätte ich fast gesagt. Die ganzen Booster, die es da gibt. Aber gut, das ist was anderes. So. Wie sieht's hier aus? Da sind wir bei 85,4%. Ihr habt nichts zu forschen. So, dann müssen wir danach müssen wir den ganzen Endwins nochmal machen. Aber ich denke mal, dann kommen wir langsam sicher in die Richtung, dass das Textstufe 6 ist hier. Ist der Fernsehdings fertig? Sehr schön. Somit haben wir jetzt hier 90. Sehr gut. 90er Hype, immerhin. So, Entwicklung fortsetzen natürlich. Und dann können wir jetzt hier Spezialmarketing, Command & Conquer, Vorabversion für die Presse, Haken dran. So. Jetzt ist der große Release Day ist nicht mehr weit weg. Also wir müssen noch 10% an dieser Konsole hier entwickeln. Und da sind wir sozusagen jetzt in der heißen Phase. Spezialmarketing, Beta veröffentlichen, danke. Also da sind wir jetzt wirklich in der heißen Phase. Die letzten paar Prozente kommen dort und dann können wir 3 neue Spiele rausbringen. Spezialmarketing, Überhype erzeugen. So. Und dann müssen wir hier, ja, mehrere Sachen auf jeden Fall neu veröffentlichen. Wie habe ich denn jetzt hier gerade eins? Der macht Auftragsarbeiten. 1, 2. Ja, gut, warum ist ganz so ein Stil? Kann ich auch eins rausnehmen? 3% bessere Bewertung. Kann ich auch einen rausnehmen? Das ist doch schon alles fertig. So, müssen wir mal gucken, wie wir das produziert oder die Produktion denn da machen. Da muss ich wahrscheinlich mal ein paar Sachen von Hand dann mal durchproduzieren noch. Könnte sein, dass wir sonst auch null sammeln. Ne, wo hat der überhaupt funktioniert? Bei keinem dieser 3 Spielen. Warum? Was ist los? Marketingkampagne oder Marketinggruppe. Seid ihr so schlecht oder tut ihr nur so? Machen wir eine Marktforschung. Die letzte Marktforschung habe ich 1982 gemacht. Schwierig. Das ist doch schon ein bisschen näher. So, da ist er. Da ist die neue Steel Game Boy Konsole. Und dann wollen wir die Konsole natürlich auch veröffentlichen. Ja. Können wir so machen. Können wir so machen. So, machen wir das. Und dann kriegen wir hier einen Leistungsbericht und da kriegen wir 9,9 von 10 möglichen Punkten. Kann ich hier mal einen Haken dran machen? So. Dann machen wir hier Pause und dann muss ich jetzt hier Spiele veröffentlichen. Kann ich noch gar nicht, weil, oder? Die beiden sind noch nicht fertig hier. Okay. Aber ich kann 2 andere Spiele wahrscheinlich schon mal veröffentlichen. Dungeons & Dragons X, da werden wir jetzt auf jeden Fall die Entwicklung abschließen. Und dann sehen wir, hier ist alles dran entwickelt, was man so entwickeln kann. Ich bräuchte bloß die letzten beiden, gar nicht alle machen. Das ist natürlich auch noch was, was man wissen müsste, ne? Gut. Und dann werden wir hier sagen, das Spiel wollen wir natürlich selbst vertreiben. Das Ganze natürlich so, wie es hier ist, in dieser Formation und das Ganze in einer Woche. So, Dungeon & Dragon X. So, damit haben wir das erste Spiel freigeschaltet. Hier kriegen wir eine, ja, bessere Wertung geht gar nicht, ne? Alles 99, ein Hit, Dungeon & Dragons X. Oh, kommt das Hit und Symbol gar nicht, aber vielleicht kommt das, kommt noch. So, und das müssen wir natürlich dann hier produzieren. Mach mal 250, 1, 2, 3. Mach mal 150 und mach mal 75. Automatisch nachproduzieren. Und hier machen wir mal Aufgabe abbrechen. Ja. Und machen wir mal Spiel produzieren. Jetzt steht noch auf Pause. Warum geht da immer im Hintergrund alles Mögliche los? Nicht automatisch produzieren und mach hier auch mal so. Soll doch Pause sein eigentlich, Mensch, schon am Dachs. So, und dann nehmen wir Madden noch dazu und dann müssen wir dann mal gucken, dass wir dann einen hier automatisch und hier oben, die noch 2
Oder einen mindestens dazu kriegen. Und dann müssen wir nachher mal gucken, wenn wir Command Conquer Renegade rausbringen, wie wir das machen. Nee, da muss ich draufklicken. Entwicklung abschließen, Madden 2006. Hm, passt ja noch vom Datum, oder? Ja, passt noch. Kommt auch zum, kommt sogar zur richtigen Zeit raus, wenn Madden immer rauskommt ungefähr. Die neue Saison, kurz vorm neuen Saisonstart. Selbst vertreiben natürlich. Na klar, da machen wir da einen Haken dran. In einer Woche. So, gucken wir mal, was wir hier für eine Wertung bekommen. Ja, Gameplay ist nicht ganz so auf 99%, aber immerhin, wir kommen hier insgesamt auf 97%. Auch sehr schön. Du, Aufgabe abbrechen. Ja, du, Spiel produzieren. Madden automatisch nachproduzieren. Und du produzieren, wenn nicht automatisch nachproduzieren erstmal. So, damit wir ein bisschen was auf Lager haben von den Sachen. Und dann werden wir dann hier noch, großer Messestand, Spiel wählen, Weapons, nee, Madden, Renegade, X und die Neuheiten vorstellen und das gibt natürlich ordentlich Besucher. Sehr schön. 20.000 neue Fans. So, und dann haben wir hier oben schon den Verkaufsstart. Da sind schon ein paar Prozent dabei. Okay. Müssen wir mal ganz kurz die beiden hier mal zusammenklappen und dann mal gucken, wie wir dann hier hinkommen. So, hier haben wir etliche Bestellungen über Lagerbestand. Ja gut, da muss natürlich erstmal was produziert werden. Die Woche war ziemlich schnell da. Aber da geht erstmal ein bisschen was. Und da geht ordentlich was im Verkauf. Das sieht sehr gut aus. Zieht doch das ein bisschen wieder mit hoch. Ein bisschen. Die neuen Spiele. So, und das die Game Boy, den werden wir jetzt so vom Markt nehmen. Konsole vom Markt nehmen. Den alten hier. Ja. Ah, da sieht man nichts mehr. Nicht mal mehr was davon. Okay, so, dann ist der erstmal vom Markt runter. Jeder, der für Dive jetzt noch Spiele entwickelt hat, der hat natürlich ein gehöriges Pech gehabt. Muss man ja denn ehrlich mal so sagen. Aber so hart ist es halt manchmal, ne? Warum stehen da eigentlich nur drei drinne? Ist ja wirklich nicht viel. Madden, Dungeons & Dragons Online. Ich glaube, das könnte ich mal austauschen hier. Aufgabe abbrechen, ja. Spiel produzieren. X automatisch nachproduzieren. Und hier mal die Automatik beenden. So. Wie sieht's denn hier aus? Dauert noch ein bisschen. Guck mal an, Conker. Brauchen die da wieder lange? Goldene Schallplatte für Madden 2006. Ach ja, guck an. Hat sich schon 1 Million mal verkauft, das Sportspiel. So. Läuft, ne? Dungeons & Dragons hat eine 99%ige Wertung, hat aber, nicht ganz so hohe Verkaufszahlen. Es mag an der Beliebtheit liegen des, Genres. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Game Boy 2 wurde erworben, die Race Engine wurde erworben von Raw. Also die haben gleich beides bei mir erworben, aber kein Spiel rausgebracht, merkwürdigerweise. Aber das werden wir wahrscheinlich dann irgendwann sehen. Die Sony Game Station wurde von, vom Markt genommen. Also die erste PlayStation gibt es also auch nicht mehr. Voilà. Sehr gut. Und ja, aber wir haben auch schon 1% Marktanteil mit dem Steel Game Boy jetzt. Wie sieht es hier aus? 16,7% Marktanteil. Naja. Ist okay, erstmal soweit. Kann man erstmal so handhaben. So, hier ist das nächste Spiel fertig. Das werden wir dann auch noch rausbringen. Wenn wir hier die Entwicklung abschließen und werden das natürlich selbst vertreiben in dem Zustand, wie es hier ist, innerhalb einer Woche. Dann machen wir hier noch einen Haken dran, dann machen wir da noch einen Haken dran und da noch einen Haken dran. Dann sehen wir hier, dass wir einen richtig guten Hit gelandet haben. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch hier oben den davon überzeugen, dass der uns das dauerhaft produziert. Und den davon überzeugen, dass er uns das Spiel produziert nochmal. Nicht dauerhaft. Und irgendein Spiel habe ich raus... Habe ich nicht irgendein Spiel? Nee, das habe ich... Welches habe ich denn rausgenommen? Weapons Gums hat hier unten noch ein. Madden, IT, ne? Dungeon and Dragon. Achso, hier dieses hier. Das habe ich rausgenommen, glaube ich. Online-Game. Ja gut.
Das ist mir egal. So, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann machen wir hier nochmal. Achso, das hatte die Lizenz. Das ist das wahrscheinlich, warum das hier so gut ist. Spiel produzieren. Produzieren wir nochmal Madden einfach mit, damit es dann in gehöriger Form da liegt. So, gut. Und dann gucken wir mal, wie dieses Spiel sich sozusagen macht hier. Und das sieht auch sehr gut aus. 11.000 verkaufte Einheiten, merkwürdigerweise. Bestellung 125.000, also da ist auch einiges dabei. Gucken wir gleich mal auf die zweite Woche an. Da sollte auch einiges dann gehen und der Verkauf gut laufen. Und wie gesagt, unser Geld steigt dementsprechend auch an. Und da sehen wir, dass wir hier über 300.000 Verkäufe haben. Die Spielerlegende Robin Beanworld ist zu bekommen. Und da gucken wir doch mal am Arbeitsmarkt. Wer ist es denn? Wo ist er denn? Wie heißt er denn? Was macht er denn? Er macht Sounds. Das stellen wir natürlich ein, den kleinen Soundy. So. Gut, also hier sehen wir 300.000 verkaufte Einheiten in der Woche. Command & Conquer Renegade ist dort, ja, in guter Gesellschaft, denke ich mal. Relativ schnell auch die goldene Schallplatte zu bekommen. Ja gut, das gefällt mir. Das, da kommt Osterhorn, so sehr gefällt mir das. Wir haben den großen Release gehabt von mehreren Spielen. Hier oben gibt es nicht mehr genügend Einheiten. Mit einem ganzen Stil. Ist das eigentlich genügend Einheiten? Ach, das wird nicht mehr verkauft. Alles klar. Da ist der Verkaufszyklus zu Ende. Und Dungeons & Dragons Online wollen sie gerne noch kaufen. Können sie aber nicht. Produzieren wir das nochmal hier online. Machen wir da nochmal 50.000 Kopien von. So. Und dann haben wir nochmal 50.000 und Weapons, da werden wir uns jetzt die Zahlen angucken noch, Spiel vom Markt nehmen. Ja. Jo. 85 auf Wochen im Verkauf, eine Woche oder Schöster Chart Position 1, 16,739101 Millionen verkaufte Einheiten. Das 13 Millionen mal Standardversion, sogar die Digitalversion 1,3 Millionen mal. Und wir haben fast 500.000 Collector's Editions alleine verkauft. So, also selbst die Deluxe Edition hätte eine goldene Schallplatte verdient. Auch nicht schlecht. Gut, das Ganze hat uns 20 Millionen gekostet. Marketing 131.000, viel zu wenig eigentlich. Produktionskosten 60 Millionen. Und Update 3,6 Millionen. Insgesamt hat uns dieses Spiel 372.100.541 Dollar eingebracht, was netto ein Gewinn von 288.848.564 Dollar brachte. Das heißt, eine Viertelmilliarde haben wir nur durch dieses wunderschöne Spiel eingenommen. Das nicht toll. Das ist richtig toll. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir die nächste Viertelmilliarde hier schon rumliegen in irgendeiner dieser Spiele. Also Madden geht auf jeden Fall steil. Da wird auf jeden Fall sehr viel von verkauft werden. Und da werden wir sehr gute Verkaufszahlen erreichen und natürlich auch einen sehr guten Gewinn. Dungeons & Dragons und Command & Conquer sollten hoffentlich auch dafür sorgen, dass der Sea Game Boy 2 sich ordentlich verkauft. Er ist nun auf dem Markt. Nun können sich die Kunden drum prügeln. Ich glaube, dass es keine Hardware-Schwierigkeiten, Versorgungsschwierigkeiten gibt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.